Der mit großer Spannung erwartete Deadline Day in der Fußball-Bundesliga, der steht eigentlich erst am morgigen Freitag an. Das hat den SV Werder Bremen aber nicht davon abgehalten, schon Donnerstag, also heute, reichlich Nägel mit Köpfen zu machen. Da sind heute Vormittag die Transfer-News rund um den Bundesligisten nur so reingeflattert. Und ja, ich glaube, wir sortieren das jetzt mal in aller Ruhe und fangen natürlich mit der dicksten Nachricht an. Niklas Füllkrug ist nicht länger beim SV Werder Bremen. Der hat sich heute Morgen schon in aller Frühe auf den Weg gemacht Richtung Ruhrgebiet. Und zwar zu Borussia Dortmund, wo er einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Zur Stunde soll das geschehen. Also es ist damit zu rechnen, dass dieser Vollzug auch heute noch vermeldet wird und Niklas Füllkrug dann sehr wahrscheinlich ein schwarz-gelbes Trikot irgendwo in die Kamera halten wird. Für 14 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen, so heißt es, hat sich der BVB die Dienste des Nationalspielers gesichert. Und das ist für Werder Bremen natürlich auf der anderen Seite eine richtig satte Einnahme, wobei man darüber natürlich streiten kann. Wir erinnern uns, Werder hat vor gar nicht allzu langer Zeit mal 20 Millionen Euro auf das Preisschild für Niklas Füllkrug geschrieben. Und gemessen daran kann man natürlich schon sagen, da mussten sie aber offenbar Abstriche in Kauf nehmen. Andererseits ist dieser Füllkrug eben auch schon 30 Jahre alt. Kein Mensch weiß, ob der noch mal so eine Saison in den Beinen hat wie die vergangene. Und ja, da sind 14, 15, vielleicht 16 Millionen mit Boni, vielleicht auch realistisch. Ob das am Ende ein gutes Geschäft war und man Werder dafür loben oder doch eher sagen muss, och Leute, weiß ich auch nicht. Das kann man abschließend in meinen Augen erst bewerten, wenn der Nachfolger da ist und man wirklich dann abschätzen kann, was es sportlich bedeutet hat, diesen Füllkrug abzugeben. Clemens Fritz hat eben in der Pressekonferenz erzählt, ja, es kommt ein Nachfolger, der dann wahrscheinlich am Deadline Day, also an dem Tag, an dem wir alle die ganz großen Transfers erwartet haben, da wird hier ein Stürmer noch aufschlagen. Das wurde eben ganz klar betont. Ob das ein Spielertyp ist wie Füllkrug oder nicht, das ist noch, steht noch in den Sternen. Werder hat da eine Kandidatenliste, hat auch einen klaren Favoriten. Da werden wir dann morgen mehr wissen, wer hier die Füllkrug-Nachfolge, diese große Füllkrug-Nachfolge in Bremen antreten wird. Auch ansonsten gab es Transfernachrichten noch und nöcher heute beim Bundesligisten. Eben auch auf der anderen Seite Abgänge. Ilja Grujew ist in England, Clemens Fritz hat das bestätigt. Da steht ein Wechsel zu Leeds United unmittelbar bevor. Auch das dürfte heute noch bekannt gegeben werden. Der englische Zweitligist will Grujew unbedingt und lässt ihn sich, wie zu hören ist, 5 Millionen plus X kosten, was für Werder natürlich auch Geld ist, die der Verein, das der Verein sehr, sehr gut gebrauchen kann und das quasi, ja, ein Teil davon direkt reinvestiert wurde, nämlich in den seit Wochen gesuchten neuen Linksverteidiger. Olivier Desmonts heißt der Mann, kommt von Cercle Brügge aus der belgischen Liga, hat ein A-Länderspiel für die belgische A-Nationalmannschaft absolviert, 23 Jahre alt und der sitzt gerade hier im Stadion hinter mir schon auf dem Ergometer, absolviert seinen Medizincheck. Also da werden wir heute im Laufe des Donnerstags noch die obligatorische Fixmeldung von Werder bekommen. Der ist da sehr, sehr offensiv ausgerichteter Mann, heißt es. Und ich bin gespannt, wie der die linke Seite von Werder, dieses große Vakuum, von dem Ole Werner ja auch immer gesprochen hat, ausfüllen kann. Gegen Mainz, hat der Trainer eben erklärt, wird er schon im Kader stehen, in der Startelf ziemlich sicher noch nicht. Aber zum Aufgebot wird Olivier Desmonts am Sonnabend schon gehören. Für einen anderen Olivier, der sich allerdings Oliver ausspricht, zählt das definitiv nicht mehr. Oliver Burke, denn auch der hat Bremen bereits verlassen, ist auf der Insel in England. Da steht ein Wechsel nach Birmingham, so hieß es zuletzt, im Raum. Der Verein, an den Werder Bremen ja schon Lee Buchanan abgegeben hat. Per Laie könnte es also auch Oliver Burke dorthin verschlagen. Und ebenfalls per Laie nicht mehr bei Werder wird Dikeni Salifu in der neuen Saison die Fußballschuhe schnüren. Und zwar für einen ganz, ganz großen Namen. Clemens Fritz sprach eben nur davon, ja, ich kann bestätigen, Dikeni ist in Italien und da eben nicht bei irgendeinem Club, sondern wie zu hören und teilweise auf Videos in den sozialen Netzwerken auch schon zu sehen ist, bei der alten Dame bei Juventus Turin, was natürlich für diesen Salifu ja eine Art Wahnsinnstransfer ist, auch wenn man dazu sagen muss, dass er da freilich nicht fürs A-Team, also für die ganz große Kapelle eingeplant ist, sondern doch eher erstmal für das Talentteam und sich da beweisen kann. Also jede Menge los hier heute bei Werder. Wirklich viel passiert in Desmonts, ein Spieler neu gekommen, in Burke, in Grujew, in Füllkrug, drei Spieler weg und morgen soll noch ein Stürmer kommen und wer weiß, vielleicht haben Clemens Fritz, Sportchef Frank Baumann und der Kaderplaner Jahns ja auch noch das letzte Ass im Ärmel, mit dem man jetzt noch gar nicht so rechnet. Fritz sagte das eben, ich will das gar nicht ausschließen, dass auch auf anderen Positionen noch was passiert. Wir gucken uns das in Ruhe an und wenn sich eine Möglichkeit gibt, ja, dann schlagen wir vielleicht noch zu. Das nötige Kleingeld nach dem Füllkrug
Verkauf, dem unmittelbar bevorstehenden Füllkrug-Verkauf nach Dortmund, hat der Verein jetzt auf jeden Fall in der Tasche.